Nach einem fulminanten Auftakt mit über 500 Teilnehmenden im letzten Jahr wurde die Veranstaltungsreihe Wirtschaftskonzil von der Internationalen Bodenseekonferenz IBK nun in einem kleineren, hochkarätigen Rahmen mit interessierten Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern fortgesetzt. Ganz im Zentrum standen die vierte industrielle Revolution und die Mobilität der Zukunft. Im Namen der Zürcher Regierung heiße ich Sie herzlich willkommen zum Wirtschaftskonzil der Internationalen Bodenseekonferenz hier im Flughafen Zürich. 80 prominente Gäste aus dem breit gefächerten Netzwerk der IBK trafen sich im Konferenzhotel am Flughafen Zürich. Ganz dem Motto getreu, das Wirtschaftskonzil unterwegs, lud der Kanton Zürich im Rahmen seines IBK-Vorsitzjahres zu sich nach Hause ein. Insbesondere aus Zürcher Seite wollten wir damit natürlich auch zeigen, der Flughafen Kloten ist enorm wichtig für unsere beiden Volkswirtschaften, also sowohl für den Kanton Zürich wie auch für den angrenzenden deutschen Raum. Die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker-Späh betonte die gemeinsamen Interessen der Bodenseeregion und appellierte, dass die nachbarschaftliche Verbindung eine Chance sei, im globalen Wettbewerb erfolgreich zu bestehen. Die IBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern und die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken. Diese Idee des Wirtschaftskonzils ist natürlich großartig, hier aus verschiedenen Regionen zusammenzukommen, aber auch verschiedene Ebenen, eben nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik mitzunehmen, die Fachexperten mitzunehmen. Und wir haben hier einen Raum geschaffen, wo man etwas quer zu den Themen diskutieren kann, ganz neue Ansätze generiert als jetzt ein reiner Fachworkshop, eine reine Fachtagung. Unser Wirtschaftsraum ist darauf angewiesen, dass er gute Kontakte hat zum Ausland. Wir sind sehr international ausgerichtet. Der Wirtschaftsraum Zürich profitiert vom Export, profitiert vom Austausch. Und da ist es umso besser, wenn man die Gelegenheit hat, auch persönliche Kontakte zu knüpfen und mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn direkt zu sprechen. Verschiedene Referenten, Historiker, Querdenker gaben Denkanstöße und Lösungsansätze zur Herausforderung der Digitalisierung. Den Kern der Veranstaltung bildeten zwei grenz- und disziplinüberschreitende Diskussionsforen. Es wurde über innovative Technologien berichtet, über die Zukunft der Wirtschaft und der Mobilität oder technische und mentale Transformation. Die Digitalisierung wird zur wirklich der maßgebenden Technologie werden. Und wenn man hier auch schon in die Zukunft schauen kann, sich mit Spezialistinnen und Spezialisten austauschen kann, dann ist das sehr wertvoll. Die Industrie wird herausgefordert sein durch diese vereinfachte Darstellung der Digitalisierung, die von USA zu uns jetzt kommt. Da haben wir ganz wichtige Aufgaben zu erledigen. Lösungen wird diese Region bringen, da bin ich überzeugt. Die Veranstaltung zeigte erneut auf, dass die grenzüberschreitende Kooperation ein ergänzendes und sehr gutes Lernfeld ist. Die Dialogreihe Wirtschaftskonzil wird mit weiteren, kleineren und größeren Veranstaltungen in der internationalen Bodenseeregion fortgesetzt werden.